Heute ein kleiner Beamer-Vergleich. Von kleinsten und kleinen Beamern über die kostengünstige China-Variante hin zu einem Markenprodukt. An sich sind Beamer meistens vergleichbar aufgebaut. Es gibt eine Linse, wo das Licht rauskommt. Da gibt es ein Rad zur Einstellung der Schärfe bzw. Fokus. Dann Zoom- oder Trapezeinstellung, je nach Modell. Einige haben die Möglichkeit, sich schräg zu stellen, um einen Winkel hinzubekommen. Das kann so leicht gehen wie bei diesem hier oder mit einer Schraube, die man ganz lange drehen muss. Dann ist seitlich meistens eine Lüftung, da die Lichtquelle heutzutage eine LED Wärme produziert. An der Unterseite gibt es Schraubpunkte für Halter oder ein Stativ. Und irgendwo die Anschlüsse. Der TH535 von BenQ hat eine Menge davon. USB RS-232, Monitorausgang und zwei VGA-Eingänge. S-Video und Videoeingang. Zwei HDMI, leider keiner davon mit Audio-Return-Funktion. Aber dafür 3,5 Klinke Audio-Ein- und Ausgang. Strom und Kensington-Lock ist schon klar. Und dann gibt's noch ein paar Knöpfe zur Bedienung. Kurz ein Abstecher und ein paar Grundlagen. Da vorne kommt das Licht raus. Und an der Wand wird das Bild projiziert. Klar, weiß jeder. Und jeder kennt auch die Effekte von der Taschenlampe. Und trotzdem wird immer wieder über das Bild beim Beamer geschimpft. Man erkennt ja nichts. Und so weiter. Schwarz am Monitor ist der Grundzustand und ist meistens gegeben. Bei der Taschenlampe und dem Beamer ist das Umgebungslicht aber ausschlaggebend. Hier mit meinen Filmlampen wird da kein Schwarz zu erreichen sein. Und tageslichttauglich ist mir eine Beschreibung, dass man dort noch eine Grafik oder Präsentation erkennen kann. Aber kein Bewegbild oder so. Und klar, erkennen ist auch was anderes. Aber weiter zum Vergleich. Mini-Beamer sind beliebt. Und ich habe sie wegen ihrer Portabilität auch liebend gerne mit dabei. 5,5 cm Seitenlänge, 2 Stunden Akku. Schon cool. Dann gibt's noch eine Menge Angebote aus dem Bereich Shenzhen. Nach der Beschreibung auf Amazon können die immer alle Full HD und werden auch beworben mit 3500, 4000 Lumen und so weiter. So wie dieser hier. Die meisten wirbeln mit Logos und Daten nur so um sich und widersprechen sich meistens auch noch selbst in den Angaben. Schauen wir mal. Mein Testaufbau ist immer der gleiche. Als Quelle dient ein 4K Fire TV. Dann ein HDMI-Splitter, um die Signale parallel an zwei Beamer zu verteilen. Der Mini ist auf dem Stativ, um ihn auszurichten. Okay, zugegeben, nicht fair, aber mal schauen. Gegen Zimmerlicht hat der Kleine keine Chance, die 3 bis 4 Meter zu überbrücken. Und selbst bei Tageslicht wird es schwer, verschiedene Dinge zu erkennen. Wenn ich die Sonne nun aussperre, dann wird es schon besser. Und wenn ich den Kleinen nun nicht auf dieser großen Diagonale ausrichten würde, also näher ranstellen, wäre es natürlich auch besser. Und dafür ist er auch mehr gemacht. Da macht auch die kleine Hintergrundbeleuchtung keinen Unterschied mehr. Ganz klar, der BenQ überstrahlt diesen eindeutig. Aber wie sieht es aus, wenn die billigen 3500 Lumen gegen die echten 3500 antreten? Der Vimeus kommt mit Tages- und Raumlicht erwartungsgemäß schon besser zurecht. Wenn das Raumlicht aus ist, kann man schon sagen, dass man fast alles erkennen kann. Im dunklen Raum bin ich an sich sehr zufrieden. Und wenn dann noch die Hintergrundbeleuchtung aus ist, was will man mehr? Genau das wird im direkten Vergleich sichtbar. Sorry für das Flackern an dieser Stelle. Das ist bei der Aufnahme entstanden und gleich vorbei. Aber hier sieht man erstmal, wie viel klarer und heller der BenQ ist. Wo das Weiß des YouTube-Logos beim Vimeus doch irgendwie nicht weiß ist, wird es hellweiß beim BenQ. Und wenn ich einfach mal einen Teil des Bildes vom BenQ zuhalte, wird extrem sichtbar, wie viel mehr Lichtleistung der BenQ liefert. Und nicht nur das. BenQ liefert viel klarere Farben, mehr Kontrast, einen höheren Dynamikumfang. Säuft beim Vimeus so manche dunkle Szene vollkommen ab, hat das Bild beim TH535 da noch Inhalte. Und wie war das mit Full HD? Wer lange in der Anleitung bei Vimeus sucht, findet irgendwann die native Auflösung von irgendwas bei VGA oder XVGA. Und das sieht man hier durch diese extreme Klötzchenbildung und Treppchenbildung. Zum Beispiel an dem Kreis, sehr schön. Oder an dem P. Gut, ein Teil ist auch der Struktur meiner Tapete geschuldet. Genau die erkennt man nämlich sehr gut beim BenQ. Aber der Kreis ist rund und da ist nichts interpoliert. Und natürlich muss ich auch der TH535 dem Tages- und Zimmerlicht stellen. Es ist klar, dass auch hier Abstriche gemacht werden müssen.
Wer das aber noch nicht verstanden hat, der sollte nochmal zum Anfang des Videos. Aber die Frage Ende 2019. Die Weihnachtszeit steht an. Nächstes Jahr ist Europameisterschaft. Lohnt sich da noch Full HD? Ja, aus meiner Sicht auf jeden Fall. Der Preisunterschied wäre es mir noch nicht wert. Ordentliche 4K-Geräte fangen bei 1000 bis 1500 Euro an. Diesen TH535 bekommt man aktuell für 500 und teilweise sogar für 400 Euro im Angebot. Und zusätzlich gibt es für mich noch zu wenig 4K-Quellen. Schön, wenn Receiver oder Stick das können. Und auch wenn immer mehr Filme veröffentlicht werden. Aber effektiv habe ich aktuell für mich noch zu wenig Zugriff auf echte 4K-Inhalte. Also lieber erstmal in Leinwand, Soundanlage und so weiter investieren.